Hey Freunde, willkommen zu den Patronaut Games. Wir sind zurück zu Bloody Beach 2. Und lass damit ist der Netzflur wieder dabei. So, Schutzzeit ist vorbei. Richtig, PvP könnte jeden Moment losgehen. Unser Weizenfeld ist noch da. Und nice. Gut gewachsen. Und ja, wir müssen gucken, was wir heute machen. Wir haben so ein bisschen vorher zumindest damit beschäftigt. Die schreiben auch schon Hey. Und ich sehe auch keinen Namen, deswegen auch mal. Ja, die, okay. wenn die hier in der Nähe wären, dann hätten die unser Weizenfeld bestimmt schon gelootet. Auf jeden Fall. So. Und ich denke, wir sind auch relativ weit unten, das heißt, die werden uns nicht direkt sehen. Ja, wir haben uns so ein bisschen entschieden, dass wir uns jetzt halt equippen, dass wir halt direkt auch wirklich kampfbereit sind. Ich habe tatsächlich mehr Essen, als ich dachte. Okay, das ist gut. Wir haben ein Problem, was wir leider anmerken müssen. Und zwar funktioniert das mit dem Brauen, wie wir uns das so vorgestellt haben, nicht ganz so gut. Und zwar gibt es folgenden Punkt. Wir brauchen nämlich einen Katalysator neuerdings. Und das ist Lohnstaub. Und da wir unsere einzige Lohnroute dafür brauchen, um den Braustand überhaupt erstmal zu machen, ist das natürlich ein bisschen semi-geil. Das heißt, wir können nicht brauen, auch wenn wir es gerne wollen würden. Aber es geht halt einfach nicht. Das ist sehr schade. Was brauchen wir denn für den Braustand? War das gebratener Stein? Ja, ich kann es mir nicht merken. Sorry. ich bin gerade auch ein bisschen, ich tue gerade was durch. Ich weiß gar nicht, waren es Slabs? Nee, es waren ganz normale Steine. Entweder gebraten oder nicht gebraten. Weiß ich leider nicht ganz genau. Ich habe so einen Fleck auf meinem Bildschirm, ne? Ich denke die ganze Zeit, das wäre ein Name. Das macht mich die ganze Zeit irgendwie panisch, deswegen sneak ich hier schon wie verrückt rum. Bin ein bisschen nervös, muss ich sagen. Ja, ich bin auch leider zu nervös. Es ist nicht so geil. Ich hätte halt gesagt, dass wir dann möglichst zügig dann in den Nether gehen und unseren Plan umsetzen, damit wir halt auch noch die Tränke bekommen. Richtig, richtig. Genau, also heute steht an, in den Nether gehen, es sei denn, es sind viele Spieler drauf, haben wir uns so gesagt. Dann könnten wir auch kämpfen, aber es sind halt nicht so viele drauf momentan. Und ja, deswegen. Das heißt, wir gehen jetzt rauf und wenn die da sind, dann werden wir gegen die kämpfen. Egal, ob die gut sind oder nicht, bin da. Was hast du für Nahrung? Ich hab... Lass mal zusammenlegen, dass nicht jeder drei unterschiedliches hat, sondern... Dann nimm du mal hier die Hühnchen noch und dann nehme ich die Steaks und dann passt das, denke ich. Okay, ich bin dann fast im Überlegen. Jetzt habe ich so viel Essen dabei. Ich weiß gar nicht, ob ich das will. Man hat ja noch irgendwie ein Leben, dass man halt noch irgendwie an was rankommt, ne? Weil wenn ich irgendwo noch eine Kiste hier verstecken... Das Gold drin. Okay, die sind jetzt runter. Das heißt, wir haben kurz mal Entspannungspause. Wir haben Zuckerrohr dabei. Okay, wir haben Lapis dabei. Wir haben das Weizen hier drin. Ich habe jetzt insgesamt 3,5 Weizenstacks. Das heißt, da hinten könnte noch ein anderer halber sein. Das heißt, wir könnten uns Dia-Schuhe machen vielleicht. Ja, am liebsten hätte ich es jetzt, dass es halt wirklich irgendjemand drauf spawnt, von dem man weiß, dass er nicht der allerkrasseste ist. Oh, hier ist ja noch super viel Weizen. Das da hinten. Oh, hier ist alles fertig, oder? Erntest du mit? Ja. Oh, Alter, das ist locker eine Dia-Brust, oder? Meinst du? Weiß ich nicht, wie viel das ist. Anderthalb Stacks, okay, ja, dann ist es nicht ganz so viel, aber lass mal erstmal wieder anernten. Dia-Schüchen, Dia-Helm, Dia-Hose bringt halt alles in den halben Rüstungspunkt. Das heißt, die Schuhe dürften sich am meisten lohnen, glaube ich. Bin da halt auch kein Experte. Oder die Brust halt, aber müssten wir gucken, ob wir das machen wollen. Die Brust halt einen ganzen Rüstungspunkt gibt. Genau. Ich habe ein Eisen und ich habe leider nur zwei. Ja, ich habe leider nur zwei Schärfe 1 Schwerter. Das heißt, wenn ich die zusammencrafte, hätte ich Schärfe 2. Wenn ich auf Schärfe 5 gehe, müsste ich also quasi noch ein bisschen mehr Schwerter machen. Ein bisschen Eisen noch, ja. Okay, dann wollte ich mir noch Gold machen. Ein Goldapfel. Willst du jetzt erst Dias holen oder? Ja, keine Ahnung. Ich würde sagen, geh du ruhig sonst zum Netherportal. Ich gehe zur Mitte. Ja, ich will halt nicht, dass du dann alleine bist, wenn gleich jemand drauf ist. Ja, notfalls komme ich... Ich kann ja weglaufen. Die können mich ja nicht einholen. Die können sich ja nicht gegenseitig pushen oder sowas. Das passt schon. Im Weglaufen bin ich, glaube ich, ganz okay. Das Ding ist halt, der Server ist nur zu gewissen Uhrzeiten erreichbar. Genau. Das heißt, es wird sich jetzt mit anderen Spielern immer wieder überschneiden. Richtig. Und gerade heute ist halt der erste Tag, wo man wieder aufnehmen darf, also wo die Aufnahmezeit resettet wurde. Das heißt, wir werden wahrscheinlich heute oder in den nächsten Folgen auf jeden Fall Besuch bekommen. Und das wäre sehr wünschenswert. Also ich würde, machst du hier zu? Ja, ich habe gerade nur geguckt, die nach dem Feld, aber das natürlich abgeerntet hier. Ja.
Ja, das ist klar. Ich sehe da hinten noch ein paar Schafe. Also gehst du zum Portal, dann machen wir vielleicht so ein bisschen Arbeitsteilung. Ich denke mal, das ist am produktivsten. Ja, ich kann nur Level halt holen. Ne? Ich weiß ja nicht, wo die Festung war. Da war es eher du mit dem Weg. Ne? Ja, den Weg kenne ich auch nicht mehr. Hätten wir die Koordinaten gucken müssen. Geh sonst erstmal zum Nether-Portal und dann machen wir da kurz einen Cut und dann gucke ich nach, wie die Dings aussieht, okay? Die Koordinaten aussehen, damit wir nach Möglichkeit keine Zeit verschwenden. Ja, aber safe ruhig ein bisschen essen, indem du jetzt nicht unbedingt rennst oder, ja, genau, oder wenn du rennst, dann nicht springst. Ja, muss ich jetzt nur hier bei dem Skelett mal machen. Aber das passt, denke ich. Ich muss sagen, eigentlich hatte ich echt gehofft, dass wir jetzt schon kämpfen. Ja, hatte ich eigentlich auch gehofft, aber... Ich hätte auch gedacht, dass mehr los ist auf dem Server jetzt. Richtig. Der Server hat es aufgemacht vor 2,5 Stunden ungefähr heute. Ja, genau. Die meisten Leute dürften eigentlich nur noch für morgen eine Folge haben, wenn sie am Anfang ein bisschen so weit produziert haben, wie ich mir das vorstelle. Mhm. Nehme ich eigentlich den Hammel auf? Ja, den Hammel nehme ich auf. Hier ist noch Schweinefleisch. Also ich finde ganz gut Zeug. So, hier ist noch ein Creeper. Gehen wir weg. Oh, leck. Hier sind überall so kleine Farmen, also wahrscheinlich... Find unser Portal gerade gar nicht. Ich weiß nicht, ob jemand den Klotz weggerissen hat oder so. Das war jetzt übrigens bei 0-0, ne? Sollte ich mal vielleicht auch da hinrennen. Das ist hier so lang in die Richtung. Okay. Unser Portal. Ja. Was war das denn? Hast du dir da mal in die Richtung auch keine Koordinaten wahrscheinlich rausgesucht, ne? Die hab ich wahrscheinlich sogar noch. Okay. Aber hier... Guck einfach nach. Ach ja, doch, da müsste es gewesen sein. Ja, doch, doch, doch. Ich war nur einen Berg weiter zu früh quasi. Alles klar. Hey. Hör mal auf, du doofes Skelett. So. Hast du ein Schild gemacht? Nee, habe ich mir noch nicht gemacht. Das stimmt. Das hätte ich... Na, nicht die Knochen. Ja, die Knochen eigentlich auch. Die sind auch nicht schlecht. Hier, den Netherstein, der kann weg. So. Ja, Schild muss ich mir dann auch gleich noch machen. Okay, ich hoffe mal, dass jetzt keiner raufjoint. Das wäre ungünstig, aber wird schon gut gehen. Denke ich mal. So, in welche Richtung muss ich? Ich muss ein bisschen mehr... Ach, da hinten ist ja das Haus schon. Okay. Hier ist noch ein Schaf. Wunderbar. Hast du? Okay, ich bin im Nether. Gut. Also, ich spawne gerade rein. Ich hoffe, es ist jetzt keine Falle hier oder so. Okay. Aber es sieht nach nichts aus. Es dürften nur die Blöcke sein, die ich selber gesetzt habe. Und okay. Die du halt gesetzt hast. Ja, sei auf jeden Fall vorsichtig. Ich meine, die Map ist groß genug, vielleicht gibt es auch mehrere Portale, ich weiß es halt nicht. Ja, ich denk schon, dass andere auch im Nether waren. Ja. Ja, das auf jeden Fall. Kann halt aber auch sein, dass die halt nicht bei unserem Portal rauskommen. Oder wir bei deren halt. Also es sah so aus, wie wir es zurückgelassen haben, von den Blöcken her. Ja. Also da muss sich jemand schon exakt überlegt haben. Also es sah so aus, dass da keiner war, oder wie? Ich denke nicht, dass hier jemand in unserem Portal war. Okay. Sehr, sehr gut ist. Du bist im Nether, ne? Oh, ich bin im Nether, ich farm gerade. Also ich weiß ja nicht, wo die Festung ist, deswegen... Slack gerade hart bei mir. Bei mir jetzt geht's. Auch. Blöcke kommen immer wieder. Ich farm gerade einfach nur ein paar Level. Ja, weil ich dann halt schlafen gehen kann mal kurz. Das wäre vielleicht ganz entspannend. Kann ich hier schlafen? Ja, wunderbar. Weil hier sind doch recht viele Mobs und da würde ich ganz gerne jetzt nicht handeln und dann steht plötzlich ein Creeper hinter mir. Das wäre irgendwie nicht so ganz geil. So. Also Zombie-Pikmin ist auch nicht aggressiv, auch vielleicht ich hab gerade den Namen halt gesehen, ne? Aber es war halt nur der Golem. So, Dias. Ja, wie heißt der? Heißt der Herbert? Ich weiß nicht, wie der heißt. Es tut mir sehr leid, dass ich dir diese Frage nicht beantworten kann. Ja, Alter, kommt halt noch mehr angelaggt. Was ist denn los? Dieser Server, Mann! Okay. Und ich habe andere auch Leute beschwert, dass es wohl Probleme gibt. Ja. Weil man weiß halt nie, ne? Mit Servern ist es halt so eine Sache. Genau, okay, ich habe jetzt 5 Dias. Mhm. Pack sie in den Backpack. Ja, genau. Erstmal so. Wunderbar. So also das Weizen rausgenommen, das heißt, da müsste auch ein bisschen Platz sein. Ja. Wenn wir einen Gast vielleicht kriegen, wenn der zu tief kommt. Ja, dann wäre schon. Genau, der aber müsste eigentlich auch extrem krass sein, denke ich mal. Kann auf jeden Fall sein, ja. Weißt du, wo das Nether-Portal war? Ja. Du rennst Richtung unserer Base und dann einfach quasi in die Richtung weiter. Ach, hier war ein Feld, ne? Okay. Richtung unserer Base, ja, mal gucken, ob ich das noch finde. Hab mir jetzt da auch keine Koordinaten. Ja, weißt du überhaupt, wo die Festung ist, oder? Sollen wir kurz? Nee, ich weiß nicht, wo die Festung ist. Ich bin nur am Quarzfarmen. Okay, ja gut, dann machen wir kurz einen Cut, ja?
Alles klar, gut, dann geht kurz runter und Freunde, dann sehen wir uns gleich wieder. Richtig. So, geht weiter, Kat ist vorbei. Wir haben uns die Koordinaten aufgeschrieben. Und, ja, wir müssen sie jetzt ja gar nicht öffentlich sagen. Das ist ja das Schöne, ne? Wir müssen sie nicht sagen. Das ist das Grandiose. Oh, ja, okay, ist doch noch eine ganze Weile von hier entfernt. Das Portal, aber das passt schon. Kann ich wenigstens auf dem Weg dahin noch ein paar Tiere schnetzeln, denn ein paar habe ich davon schon geholt und noch ein paar mehr wären halt super. Ja, ich würde immer so langsam in Schrittes in die Richtung gehen. Ich denke mal, umso weiter ich vom Portal wegkomme, umso unwahrscheinlicher wird es auch, dass selbst sollte ein Spieler jetzt spawnen, dass ich dem über den Weg laufe. Ja. Ja, nee, du kannst halt auch komplett hingehen, das macht ja gar nichts. Amboss ja, und das so Ding weiter ist, können wir sonst notfalls auch rübertauschen. Genau, das Ding ist halt, wenn ich sie finde, die war ja irgendwie mitten auf dem Lavasee, weiß ich, wo dein Weg ist und so weiter, ne? Ja, genau. Also da, wo du die Koordinaten sind, sollte auch der Weg sein, wo du dann direkt lang kannst und so weiter. Also das sollte alles... Geht's aber auch mega runter. Bist du irgendwie ein Abhang runter? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das ist schon wieder so weit her, ne? Ja, und mein Gedächtnis ist absolute Scheiße. Also daran musst du dich gewöhnen. Ja, ist okay. Ist bei mir ja nicht anders. Wir sind ja beide momentan auch... durchaus sehr beschäftigt mit unseren anderen Projekten. Richtig, da könnt ihr natürlich auch gerne mal vorbeigucken, falls ihr das nicht schon getan habt. Genau, bei beiden von uns gerade ein absolutes Herzblutprojekt, glaube ich. Bei dir Pokémon Mond, ganz frisch gestartet, auch wenn ihr jetzt die Aufnahme seht, da könnt ihr wahrscheinlich die ersten Folgen bei Nestflug gucken gehen. Oder bei mir eben Sims. Das stimmt. Da ist auch Nestflow dabei, ja, nur redet er nicht. Genau, ich rede nicht. Ich bin dann halt als Sims mit dabei. Heißt es Sim oder Sims? Ich keine Ahnung. Sim, denke ich mal. Okay, alles klar. Hier, glaube ich, kann ich mal versuchen runter. Ich gehe jetzt einen Abhang runter, ne? Wenn ich jetzt tot bin, war schön mit dir. Oh, mach das. Oh, ja, fast runtergeflogen. Ja, gut, alles klar. Muss ein bisschen risky, ne? Ja, aber ich habe die Koordinaten. Sein, ne? Da muss man nicht auf Vorsicht spielen. Das ist gut so. Okay. Ja, ist vielleicht doch weiter, als ich dachte, tatsächlich. Ja. Aber du kommst ja auch irgendwann. Ich sollte jetzt eigentlich relativ in der Nähe sein. Ich gucke gerade nochmal. Kurz gedacht, ich habe hier ein Portal gehört. Aber ich glaube nicht. Okay. Noch muss ich ein Stückchen. So. Zu hoch, ne? Ja, wenn du ein zweites Portal finden würdest, wäre natürlich auch super nice. Weil vielleicht führt das direkt in die Base. Vielleicht war irgendwer nicht so vorsichtig. Aber. Glaube ich. Kaum. Ah, da ist unser. Ey, das fällt echt nicht mehr so gut auf, finde ich, das Portal. Auch wenn da keine Bäume drumstehen. Hast du die gefällt? Nee, das hatten wir. Das hatten wir? Glaube ich selbst noch. Das haben wir, glaube ich, selbst noch gemacht. Okay. Also, das waren wir. I hope so. Ich werde jetzt nochmal ein bisschen zusammencraften, was ich so zusammencraften kann. Schärfe 4, Schärfe 2. Achso, Schärfe 2 muss ich nochmal. Ich kann dir sonst zwei Schärfe 1 Schwerter geben, wobei, glaube ich, auf dem einen war, glaube ich, irgendwas drauf, noch Rückstoß oder so. Ja, wenn du, ja, keine Ahnung, 1 Schärfe 1 Schwert wäre halt super. Schärfe 1 und Haltbarkeit 1 und Schärfe habe ich. Okay, dann machen wir nur Schärfe. Wobei, mach mal ruhig Haltbarkeit, glaube ich. Mach mal ruhig Haltbarkeit. Beide? Naja, nur das eine, Haltbarkeit, Schärfe. Ich glaube, ich nehme das Haltbarkeits dann. Damit mache ich mir dann mein Schärfe 5 Schwert. Das passt dann schon, hoffentlich. Aber hier ist ein riesen Lavasee. 2 Level, nice. Dann kostet das hier 5 Level. Okay, so um 7. 5. Nice. Und das kostet jetzt nochmal 10 Level. Okay, alles klar. Dann habe ich erstmal nichts mehr zu tun mit meinen Levels. Ja, lass aufhören. Ich muss mich in der nächsten Pause, in der nächsten Aufnahme, so ist richtig, über einen Abhang bauen. Sehr geil. Okay. Also wenn Gas kommt, bin ich tot. Ja, dann musst du notfalls schnell zurücklaufen, ne? Ja, aber okay, dann lass uns hier erstmal aufhören. Dann soll es das gewesen sein für die Folge. War jetzt nicht so mega produktiv. Ich meine, wir haben 5 Dias, okay. Wir haben so ein bisschen Zeug gecraftet, was wir noch brauchten. Wir haben, ne? Ist gar nicht aufgefallen, dass Leute gejoint sind. Sind Leute gejoint? Mindshust und FreakslP sind auch drauf. Oh, okay. Wie? Okay. Und ich bin gerade mitten am Nether-Spawn. Okay, könnte spannend werden beim nächsten Mal. Man wird es sehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Und tschüss.